Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Wintertarotkartenlegung für das Jahr 2022-2023. Ja, wir orientieren uns an den kalendarischen Winterzeiten und die beginnen vom 22. Dezember 2022 bis zum 21. März 2023. Ja, schauen wir mal, ja, wie diese 3 Monate bei dir ankommen, wie die Energien da für dich sind. Wir beginnen einfach mal. Ich habe die Karten schon vorgelegt, ich muss sie nur auflegen. So, eine fehlt noch. Ganz kurz, wir müssen das hier so ein bisschen schieben. Okay. Und die letzte Reihe. Die letzte Reihe. Ja, hier haben wir jetzt die Karten alle aufgezeigt. Wir beginnen hier mit diesem Zeitraum. Also dieser Dezember wird sehr angenehm für dich abklingen. Dein Typ könnte hier sehr stark gefragt sein. Hier zeigt sich ein Ritter der Stäbe in der Außenwirkung, ne? Scheint so, als wärst du sehr präsent in diesen letzten Tagen, sehr gesellig und würdest hier auch vieles unternehmen mit deinen Liebsten, vieles so positiv anstoßen. Vielleicht arbeitest du auch über Weihnachten, ne? Es ist eine gute Karte für die Arbeit, dass du da auch Spaß findest und Leichtigkeit, also dass es dir leicht fallen wird. Zu dir zu stehen, dich zu zeigen und halt in die Aktion zu gehen. So wie sich dein Weihnachten und diese Feiertage dazwischen gestalten, ist es sehr, sehr angenehm für dich, gibt dir viel Inspiration. Ist vielleicht auch irgendwie genau das, was dein Herz braucht, was dein Herz begehrt aktuell. Also es entwickelt sich ganz nach deinen Sinne, ganz in deinen Sinne, in deinem Sinne. Und du reflektierst auch ein wenig über die vergangene Zeit. Emotional wird dir einfach etwas klar. Auf der emotionalen Ebene wird dir etwas, bekommst du Erkenntnisse und kannst hier besser die Übersicht gewinnen über ein gewisses Thema. Erkenntnisse spielen sowieso in dieser Winterzeit eine wichtige Rolle und du wirst erstaunt sein, du wirst hier erstaunt sein, besonders ab den Februar sehe ich hier wirklich großartige Ideen auf dich zukommen. Was auf was darauf auf einer so einer Grundkommunikation basiert. Also hier bist du mit Menschen oder mit einer bestimmten Person im Gespräch. Hier kommen Nachrichten auf dich zu. Erkenntnisse. Da gibt es auf jeden Fall eine Kommunikation, die neue Erkenntnisse in dir erwecken wird, die dich einfach auf neue Ideen bringen wird. Die Energie im Januar, besonders Anfang Januar, könnte die Energie bei dir ziemlich stagnieren.
Aber das ist der entscheidende Moment, wo sich dann bei dir auch alles neu aufbaut. Und plötzlich wirst du feststellen, dass du dich da selber rausziehen möchtest aus dieser stagnierenden Energie. Das wird irgendwann Mitte Januar passieren. Und da könnte es sein, dass diese Kommunikation stattfindet, dass du im Ende Januar eine Nachricht erhältst, die du als sehr vom Herzen her sehr erfüllend empfinden wirst. Und die könnte für dich sehr, sehr entscheidend sein und dir einen neuen Anfang bringen. Und dann geht's richtig los. Also die Monate Februar, März sind von einer ganz besonderen Energie. Ja, bleiben wir hier noch auf der Kopfebene. Genau, und hier gibt es eine Kommunikation. Ende Januar wirst du etwas sehr, sehr ernst nehmen und dich auch ein bisschen zurückziehen. Da brauchst du ein bisschen Zeit für dich. Weil im Anfang der Januar kommst du in so eine Energie, wo das alles bei dir nicht richtig läuft. Also Überlastung, Überforderung könnten hier eine Rolle spielen. Du bist auch einfach nicht richtig motiviert. Also du findest dann für den zum Moment erstmal nicht so schnell wieder in den Arbeitsalltag und irgendwie gibt es da auch in dir so ein Widerwille. Und das braucht tatsächlich einfach Zeit. Du musst hier einfach kurz verharren. Das hat alles seinen Sinn, insofern, dass du hier zum Eremiten werden sollst. Ja, und hier geht es dann darum, dass du hier wirklich Verantwortung übernimmst und auch für deine Gedanken Verantwortung übernimmst vor allem. Dass du dich zurückziehst, in dich kehrst, gründlich über etwas nachdenkst und wichtige Entscheidungen triffst. Und hier gibt es in diesem Prozess eine wichtige Kommunikation, die sehr vieles für dich auslösen wird. Im Februar geht es dann los, ne? Im Februar beginnt die Situation sich zu wandeln und da kommen neue Ideen rein, neue Erkenntnisse. Und das setzt einen wichtigen Prozess in Gange, der sich dann im Laufe dieser Wochen und Monate noch weiter ausprägen wird und dir sehr viel Freude und Erkenntnisse verschaffen wird. Neue Ideen werden hier sprudeln, Kreativität. Auch Geborgenheit findest du hier. Also hier zeigt sich in dieser Karte auch viel familiärer Zusammenhalt und geselliger Kontext, ne? Also es könnte hier auch gut sein, dass du viel Kommunikation von außen bekommst. Das findet auf der Kopfebene statt, auf der Herzebene. Es sind wie hier. Auf der Herzebene wirst du sehr hin und her gerissen sein in diesen Monaten. Tatsächlich sehe ich bei dir, dass du hier schwer Entscheidungen treffen kannst, dass du hier eher mit alten Problemen zu kämpfen hast, besonders am Anfang der Dekade. Also die Feiertage, die werden wunderschön. Da sehe ich auch eine Wunscherfüllung, eine mögliche Wunscherfüllung auf deiner Herzebene. Also es könnte wirklich sein, dass die Feiertage bis Silvester sich so gestalten, wie du es dir einfach vom Herzen her gewünscht hast. Auch gerade auf der emotionalen Ebene, dass du hier viel Erfüllung,
findest und das gibt dir sehr viel Hoffnung in die Zukunft. Da spürst du, dass du deinen Träumen näher kommst. Aber dann fängt der Januar an und das ist schon harte Arbeit hier, die auf dich zukommt, mentale Arbeit. Du wirst hier mit alten Problemen belastet sein. Und gerade am Anfang Januar könnten sich negative Gedanken in dir bemerkbar machen. Schuldgefühle auch vielleicht oder Vorwürfe, die du jemanden tust. Ja, das ist einfach eine Zeit des Rückzuges, ne, wo du einfach auch Energie wieder auftanken sollst, bis diese Kommunikation kommt, ne? Also da passiert irgendwas Überraschendes, ne? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass diese Kommunikation nicht unbedingt jemand ist, der auf dich zukommt, sondern es könnte auch sehr gut sein, dass diese Kommunikation auf eine Kommunikation in dein Unterbewusstsein beruht, ne? Aber hier gibt es einen starken Wandel. Plötzlich ändert sich dein ganzes Bild über eine Sache. Und das ist der Anstoß für alles, was dann passieren wird. Du wirst hier im Februar wirklich dann Hingabe zeigen und dich auf ein Ziel fokussieren. Du bist ja hier voller Ideen und du wirst dich hier auf ein Ziel fokussieren. Der Ritter der Schwerter. Entweder wirst du zum Ritter der Schwerter oder es könnte auch wirklich gut sein, dass du einen Ritter der Schwerter dann an deiner Seite haben wirst. Eine Person, diese Person könntest du hier natürlich ganz neu kennenlernen, die Königin der Schwerter, die sich dann zum Ritter der Schwerter weiterentwickelt. Könnte wirklich gut sein, dass du dir mit dieser Person etwas aufbaust. Eine Luftperson, Wassermann, Waage oder Zwilling, kann auch Schütze sein oder Jungfrau. Kann auch jetzt sehr gut Jungfrau sein, ja. Ja, kann sein, dass du dieser Person begegnen wirst in dieser Zeit. Oder wieder begegnen wirst. Hier in dieser Zeit, im Anfang Januar, wirst du mit dieser Person keinen Kontakt haben. Und vielleicht ist das auch der Grund dieser stagnierenden Energie, ne? Vielleicht kennst du diese Person schon und dann gibt es hier kurz eine Phase eine Phase, in der ihr keinen Kontakt habt. Vom Herzen her wirst du aber ziemlich unsicher sein, tatsächlich, über den ganzen Winter. Hin und her gerissen und nicht so eine klare Entscheidung sehen können. Aber das ist auch wieder eben der Dreh- und Angelpunkt, wodurch man auch etwas ändern will. Du möchtest nämlich dann doch diese Klarheit für dich erreichen und finden. Und deswegen zeigt sich hier zum Ende hin der Eremit, der sich eben auch zurückzieht, um nach Objektivität zu streben und hier eine klare Entscheidung für sich treffen zu können, aus einem objektiven Standpunkt heraus. Auf der Handlungsebene wirst du in dieser Dekade auch von tiefen Sehnsüchten angetrieben. Also da gibt es schon etwas, was dich vermissen lässt. Die Kommunikation mit deinen Mitmenschen wird nicht immer einfach sein. Und du hast vielleicht auch das Gefühl, dass du von einigen Menschen auf den falschen Weg gebracht wirst, ne? Dass du vielleicht dich mit den falschen Menschen umgibst. Hier haben wir einen Ritter der Stäbe, der wahrscheinlich eher für deinen Selbstverwirklichungsprozess steht. Der Prinz der Kelche kann eine sehr junge Person sein, ein Sohn oder eine Tochter, eine Person des Wassers, Fische, Krebs oder Skorpion.
Muss aber nicht sein, kann eine sehr emotionale Person sein. Es könnte auch sein, dass du dich so empfindest, ne? Du hast hier eine sehr zurückgezogene Zeit. Dann kann der Prinz der Kelche auch eine Person darstellen, die schwermütig ist und sich in ihren Gefühlen verliert. Aber dann findest du im Januar, Ende Januar inneren Frieden. Und das Bild wird sich ja dann im Februar sehr schnell wandeln. Und entweder triffst du dann eine Königin der Schwerter, die auch hier dann mit den Ritter der Schwerter in Zusammenhang steht. Oder du wirst selber zur Königin der Schwerter, indem du nach außen drängst, nach Unabhängigkeit, nach Freiheit strebst und irgendetwas in dein Leben selbst in die Hand nimmst. Und ganz und gar unabhängig agierst. Das setzt halt diesen Wachstumsprozess aus, ne? Und diesen Entwicklungsprozess. Und dann im März triffst du hier auch noch mal richtig wichtige Entscheidungen und wichtige Vorbereitungen. Vertraue deinen Träumen, lautet hier der Ratschlag von den Mondzyklen. Es könnte sehr gut sein, dass du hier über die Weihnachtstage, über die Feiertage die wichtige, entscheidende Inspiration bekommst für deine Träume. Na, das könnte hier sehr gut sein. Mit so einer Karte ist man Visionär. Man hat einen klaren Blick in die Zukunft, auf das Zukünftige und kann tatsächlich vielleicht je nachdem für einen Moment auch hell sehen, ne? Also in die Zukunft blicken. Das ist eine sehr zukunftsgerichtete Karte. Und es könnte sehr gut sein, dass du in dieser Zeit beginnst, Wichtiges in dein Leben zu manifestieren. Dann Ende Januar gibt es hier eine wichtige Kehrtwende in deinem Bezug zu dir selbst. Davor wird es halt eher eine trübselige Phase, hatte ich ja schon angesprochen. Aber das kann sich dann ändern. Du kannst auch deine Einstellung ändern hier zu gewissen Themen in deinem Leben, was dir dann wirklich tatsächlich innere Ruhe verschafft, diese Änderung der Einstellung. Und dann geht es los, ne? Ab Februar zeigst du hier viel Hingabe und öffnest dich dieser neuen Entwicklung. Und das setzt einen ganz wichtigen Prozess in dir in Gang. Deswegen, du kannst deinen Träumen tatsächlich vertrauen. Du bist hier auf einem interessanten Weg, deine Träume zu verwirklichen. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.